Hallo liebe Avantasia-Fans, Heavy-Metal-Fans, hier ist euer Feuer 80 und ich habe heute ein besonderes Unboxing mit euch vor, denn ich habe mir nämlich Avantasia Ghost Lights gekauft. Oh yes, Ghost Lights. Und das neue Album von Avantasia von Tobias Sammet und ich kann nur sagen, hammergeiles Album, wirklich wahr. Also das selbst übertroffene liebe Tobias, richtig geil. Und nicht nur das Digibook, nein, sondern auch noch eine weitere Schallplatte und noch was von EMP. Und da werden wir jetzt doch einfach mal reingucken und mal schauen, was euch denn alles gefallen wird. Denn ich kann euch nur sagen, dieses Album ist wirklich genial, hammergeil, wirklich wahr. Und ja, wir fangen einfach mal mit dem hier an. Und hier seht ihr schon mal ein richtig geiles Covermotiv im Avantasia Ghost Lights mit dem Tod, der gerade hier entlang läuft. Und das ist einfach ein richtig wunderschönes Bild, was hier gezeichnet wurde. Absolut klasse. Wahnsinn, echt klasse. Spitzenmäßig, wirklich wahr. Und ich freue mich auf jeden Fall, dieses Album auch zu haben. Denn ich habe jetzt schon mehrmals das angehört und ich kann euch nur sagen, Hammeralbum. Und hier natürlich mit einigen bekannten Sänger mit dabei. Dee Snider von Twisted Sister. Dieses Lied ist auch der Hammer. Das ist nämlich The Haunting. Und das Lied haut voll rein. Und es ist wirklich ein episches Album. Ein episches Album. Also man bekommt eigentlich wirklich Gänsehaut fast bei jedem Lied, wo rauskommt. Aber The Haunting für mich ist eigentlich das geilste Lied von allen. Auch Draconian Love finde ich klasse. Jorn Lande ist mit dabei. Rony Atkins. Robert Mason, Geoff Tate, Michael Kiske, Herbie Langhans, Sharon Del Adel, Marco Hitala, Bob Catley, Shazza Path, Oliver Hartmann, Bruce Kulick, Ex-Kiss, ne? Michael Rodenberg, Felix Brunke und Claude Young. Ja, also wie gesagt, also wirklich ein richtiges Star-Aufgebot bei diesem Album mit dabei und spitzenmäßig. Ja, das hier ist das Earlbook. Das Limited 2 Disc Set und da ist auch eine Bonus Disc mit dabei mit Live Avantasia und so sieht dann das Hintergrund aus, hier eben dann die ganzen Liedtexte von der Bonus Disc und hier dann die normale Disc, sehr stark. Ich werde jetzt mal die Kamera nach unten schwenken und dann schauen wir uns dann mal das Earlbook genauer an von innen drin. So, ja. Und los, hier sehen wir jetzt eben dieses wunderschöne Covermotiv, ist glänzend, wie ihr seht, aber dieses Bild hier ist einfach genial und schaut richtig klasse aus. Und dann klappen wir hier um, also ihr seht schon, ich klebe hier alles nämlich rein. Hier Ghost Lights Limited Edition inklusive Bonus Disc mit den verschiedenen Musiken, die mit dabei sind. Hier steckt dann die Disc 1 drin, die schaut dann so aus, sehr cool. Eben genau dasselbe Design wie auch dann die Disc hier. Mit den verschiedenen Ornamenten. Sehr klasse. Und dann stecken wir die hier wieder rein. Das ist ein bisschen eine Fummelarbeit, wie ich finde. Aber es ist einfach cool. So, und dann können wir hier mal durchblättern. Hier eben dann noch ein anderes Bild. Auch ein sehr schönes Motiv. Und dann geht es hier mal durch. Welcome back to Avantasia. Alles hier auf Englisch. Und hier eben dann die verschiedenen Lieder mit den Liedtexten und ein paar coolen Bilder von Tobias. Und auch hier ein richtig, also die Motive hier, echt geniale Zeichnungen, grandios. Also wie gesagt, das ganze Album ist wirklich episch, wirklich, ich habe auch alle anderen Alben von Avantasia, auch die finde ich gut, aber das hier hat es mir übertroffen, muss ich ganz echt zugeben. Es ist einfach ein geiles Album. Ja, und dann haben wir hier das nächste. Hier nochmal die ganzen Vocals, wer alles mitspielt. Hier die Danksagungen und hier noch die einzelnen Musiker in Bilderform. Sehr schön,
Sehr schön. Und dann machen wir mal weiter. Ja, hier ist dann die Tour von 2016. Ich würde gerne nach Bamberg gehen, aber ich glaube, das wird wohl nichts, da wir arbeiten müssen. Ich würde aber so gerne hingehen. Hier noch ein paar einzelne Bilder noch von den Konzerten. Und hier dann noch mal das Live-Album nochmal, was alles für Lieder drauf sind. Und es sind insgesamt 11 Lieder. Auch ein sehr cooles Album mit dabei. Und hier ist dann die Disc 2 mit der Tour Edition und mit dem Live-Konzert von Avantasia. Ja, aufgenommen wurde das überall bei Wacken. Und das steht hier an der Seite. Einmal Wacken, einmal Masters of Rock und nochmal Wacken. Also wirklich richtig cool. Und eben nochmal hier dann der Schluss, die Rückseite nochmal von dem schönen Teil mit der Auflistung der ganzen Band. Und hier eben dann The Cast. Und hier eben dann die Tracklist. Ja, sehr cool. Ich gehe mit der Kamera wieder zurück und dann gibt es ja noch die anderen. Ja, ein richtig geiles Album, kann ich echt nur sagen. Hammer. Und jetzt machen wir weiter mit den weiter limitierten Sachen noch. Und kommen wir mal hierher. Und schneiden hier mal das durch. Uiuiui. Na, wieder spätzliches Zeug. Ja. Und dann kann man einfach hier abziehen oder auch nicht. Man muss es richtig aufmachen. So. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung. Ja, cool. Ja, cool, cool. Und da gibt es nämlich bei EMP gibt es auch noch was Limitiertes, nämlich eine Schallplatte, aber es gab auch dieses Digi-Earnbook mit einer Autogrammkarte. Und die Autogrammkarte ist schon hier, die zeige ich euch dann gleich. Und dann machen wir jetzt hier dann die. Dann haben wir hier eben dann die Schallplatte, die LP in der limitierten Auflage und hier eben Strictly Limited Edition Blue Vinyl von Nuclear Blast. Sehr geil, sehr geil. Und eben hier eben mit dieser Limitierungs-, mit der Autogrammkarte mit dabei. Das Schöne ist, das nicht Schöne ist, würde ich sagen, hier ist leider keine Limitierungsnummer mit dabei, auf wie viel es limitiert ist. Das finde ich sehr schade. Aber eigentlich wollte ich mir dieses Earlbook kaufen mit der Autogrammkarte. Und da war das schon innerhalb von, also ich habe es im Warenkorb gehabt und 5 Minuten später war es schon nicht mehr drin, weil ich wollte nochmal was übrigens für Preis vergleichen. Und dann war auch schon dieses Teil schon nicht mehr erhältlich mit dieser Autogrammkarte. Deswegen mussten wir immer hier das von der Schallplatte mitnehmen. Aber ist richtig groß und auch die Autogramm ist hier mit dabei. Aber mache erstmal hier die Schallplatte, ebenfalls ein richtig geiles Motiv, wie man hier sieht. Natürlich in viel größerer Form als natürlich von der vom Digibook oder vom Earlbook und absolut geil. Und ja, an der Seite steht leider nichts dran, kein Avantasia Ghost Lights, sehr schade. Hinten drauf ist ein 2-LP-Set und eben hier sind eben die, die 4 verschiedenen Seiten aufgeführt. Was alles drauf ist. Gesamtlaufzeit von diesem Album ist 74 Minuten 48. Wahnsinn. Einfach der Hammer. Und wir werden jetzt einfach mal hier diese Schallplatte mal aufmachen. Und uns die mal angucken. Vielleicht ist da eine Limitierungskarte innen drin. Aber ich bezweifle es fast. Das Etikett wird aufgehoben. So. Ein mattes. Eine matte Album ist das. Ja. Aber es schaut echt richtig geil aus. Wirklich. Diese Zeichnung liebe ich einfach wirklich über alles. Und hier noch. So, dann klappen wir hier mal auf. Und dann liegen hier dann die 2 LPs drin. Und die schauen so aus.
sehr cool. Das ist Seite A und Seite B. Und das ist Disk 1, zumindest LP 1. Nee, das ist, nein, das ist A und B. Und auf der anderen steht dann drauf C und D. Und die sieht so aus. Ebenfalls in Blau. Sehr cool. Echt stark. Und dann packen wir die wieder ein, damit die nicht zerkratzen. Na, wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Ich bin etwas erkältet, ihr hört. Mal wieder. So, okay, geil, geil. Jo, und jetzt hier eben noch der Innenseite mit demselben Text. Oh, meine Katze hier versucht gerade in den Karton einzusteigen. Und dann haben wir hier auch noch ein Booklet mit dabei, ein richtig, sehr geil. Hier mit diesem wunderschönen Motiv, was es auch schon auf dem anderen drauf ist. Und hinten drauf, absolut geil, dieses geile Motiv. Und da werden wir jetzt auch mal die schöne Kamera zu mir hinstellen. So, ihr seht schon, richtig cool, natürlich viel größer als das Booklet von dem Album. Und jetzt hier haben wir richtig sehr schöne große Bilder mit dabei. Boah, mal gucken, wie das wirklich ist. So, schauen wir her. Absolut cool. Hier sind gleich mehrere Lieder auf einmal drauf auf dieser Seite, damit es etwas dünner ist, dieses Booklet, ist klar. Und hier eben dann ein richtig schönes Motiv, wo man alles gut erkennt. Sehr stark, wirklich sehr stark. Und dann noch hier noch die letzte Seite mit den Liedtexten. Wahnsinn. Hammer. Und hier noch dieses grandiose Backmotiv noch von diesem Booklet. Ich liebe es auch. Könnt ihr liebsten sofort aufhängen. Aber dann bekommt man eine kleine Angst. Aber ist dann egal. Es ist einfach nur spitzenmäßig aus. Wirklich Hammerarbeit, lieber Tobias. Hammerarbeit. Wirklich wahr. Ja, und jetzt geht es mit der Kamera nach vorne, nach normal aus Ansicht. Ja, hammergeil, hammergeil. Wirklich wahr. Und jetzt kommen wir noch zu der Autogrammkarte. Die schaut so aus. Und da mache ich jetzt mal auf. Und das hier ist die Autogrammkarte mit Tobias drauf. Und hier ist das Autogramm von ihm. Was ich etwas schade finde, warum mit Schwarz unterzeichnet und nicht mit Silber, was ihr wesentlich mehr auffallen würde. Aber trotzdem ganz cool. Ich habe schon einige Autogramme von ihm, von Ed Guy mitbekommen. Und hier auch eben das schöne Backmotiv nochmal. Also wirklich richtig geiles Teil. Wirklich war super, super. Ja, und jetzt kommen wir noch zu der nächsten Edition noch, weil es noch gibt. Also wirklich, diese Schallplatte ist auch richtig cool gemacht. Und dann haben wir hier noch was von dem Nuclear Blast, ein Paket noch. Und das machen wir mal auf. Und da muss ich schon sagen, also die haben wir schon wesentlich besser eingepackt. Was da ist drin? Schauen wir mal raus. Noch die Rechnung, okay. Mehr nicht, außer die Rechnung. So. Und hier haben sie es dann schon eingepackt mit Bobbelfolie. Und wir würden eigentlich versuchen, das hier aufzukriegen. Und das wird schwierig. So, noch eins. Und dann haben wir hier noch was. Sehr gut eingepackt. Sehr gut eingepackt. Und wir haben jetzt hier noch mal eine weitere LP noch. Aber das hier ist nicht irgendeine LP, nein. Sondern das hier ist die Picture LP Edition. Sehr geil auch. Und bei der einen ist eine blaue Vinyl dabei gewesen und bei dem hier ist es eine Picture LP, zwei Stück.
und auch grandios, aber auch hier für auch die Limitierungskarte, also die Limitierungsnummer finde ich sehr schade. Und wir haben hier noch dann die EP von eben Avantasia Mystery of a Blood Red Rose in einer Strictly Limited Edition, was es exklusiv bei Nuclear Blast gibt. Aber auch hier fehlt die Limitierungsnummer, was ich auch sehr schade finde. Ja, sehr schade, sehr schade. Ich glaube, bei den anderen war sogar eine Limitierungsnummer drauf, aber hier leider nicht. Wirklich sehr, sehr schade, lieber Tobias. Aber da gehe ich ja nicht darauf ein, lasse ich auch eingepackt, weil eben das ist ja bloß die EP und ich wollte einfach alles komplett wieder haben. Ja. Auf Seite B gibt es noch Dying von Angel, auch ein richtig geiles Lied. Wirklich war Hammer. Und wir machen jetzt dann noch die Picture LP auf, wie die ausschaut. Und da machen wir hier mal ein kleines Schnittchen. So, und ich bin schon sehr auf die Pictures gespannt. Oh yes. So, Covermotiv ist dasselbe wie bei allen Editionen auch. Oh yes. Hinten drauf auch. Inhaltsangabe ist komplett gleich. Und jetzt haben wir jetzt hier auch dasselbe Motiv wie auch in der anderen LP. Und jetzt haben wir hier gleich mal die Picture LPs, die uns interessieren. Und es sind wirklich schwere Schallplatten. Wirklich wahr. Und jetzt haben wir hier die erste Picture LP eben mit dem normalen Covermotiv. Hier ist noch Präferenzen. Aber es schaut auch richtig hammergeil aus. Wie ihr seht, Wahnsinn. Das sind 180 Gramm Schallplatten, wirklich sehr schwer, auch wirklich stabil und natürlich auch ein wunderschönes Motiv wieder. Und hier hinten drauf dann noch die Setlist bzw. die Tracklist, was auf dieser Schallplatte drauf ist. Sehr cool, sehr cool. Hammer. Und dann haben wir noch dann die zweite Disc. Da ist auch das Booklet mit dabei, aber ganz ehrlich, ihr habt es schon mehrmals gesehen, da ist haargenau dasselbe und das landet jetzt, würde ich mal sagen, oder? Einmal, zweimal angucken, passt. Deswegen hier nochmal das schöne Backmotiv. Und auch das Backmotiv ist auch auf der CD, auf der LP drauf und ich kann euch sagen, Hammer. So schaut's aus, wirklich grandios, grandios, echt saugeil. Hier nochmal die Tracklist, was auf dieser Platte drauf ist. Einfach nur fantastisch. Hier eben auch das Flamme, wo da noch der Tonkopf drin ist. Es schaut einfach wirklich überragend aus. Oder was meint ihr? Bitte schreibt es in die Kommentare rein. Ich bin echt hellauf begeistert von diesem Bild. Ja, auch natürlich auch ein cooles Covermotiv gewesen. Aber es ist einfach Hammer. Einfach Hammer. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende nochmal hier. Kurz das Inlay, zumindest so schaut es aus. Und auch innen drin dasselbe Motiv wie auch schon bei allen Schallplatten. Und wirklich war sehr geil. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, holt euch diese LP. Ihr werdet es nicht bereuen. Also. Denn es ist einfach ein episches Album, wirklich wahr. Also für Metal-Fans ist auf jeden Fall was wert. Natürlich die, wo nur so Thrash-Metal hören, ist es eher nichts, weil es eher doch Melodic-Metal ist. Aber wirklich war ein richtig geiles Album, was ich jedem ans Herz legen kann, der so etwas geile Musik haben, epische Musik haben möchte. Und da seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Hört euch auf jeden Fall an. Am besten mal beim Mediamarkt oder beim Jakob einfach mal reinhören. Oder beim Müller. Und dann die Platte kaufen. Ja, das war's von mir, liebe Avantasia-Fans. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mit der kleinen Übersicht, was es so eine Edition noch gibt. Natürlich gibt es noch viel mehr. Es gibt noch eine Black Vinyl. Also von Vinyls gibt es ganz viele verschiedene Farben. Aber ich habe mich jetzt hier eben für diese limitierten Auflagen entschieden, weil es ja für mich auch eben wichtig ist, dass es auch limitiert ist. Und eben auch mit dieser wunderschönen... warum ist er denn jetzt? Alter, ist alles voll. Ist alles voll, Jungs und Mädels. Hier nochmal die andere Platte nochmal.
Und dann hier, dann nochmal die normale Disc. Und wirklich hammergeil. Einfach mal reinhören, wirklich, weil es lohnt sich definitiv. Ja, das war's von mir, von dem Unboxing-Video von Avantasia Ghost Lights. Yes. Und bis zum nächsten Mal, euer Fäusten80. Tschüss.